Mit Einführung der Digitaltechnik hat der Modellbahner viele Möglichkeiten bei der Steuerung und Bedienung von Modellbahnen quasi in die Hand gelegt bekommen. Der Digitalbetrieb eröffnet völlig neue Möglichkeiten, den Betrieb auf der Anlage noch realistischer und vor allem einfacher zu gestalten. Ein wichtiger Baustein für den Betrieb von Lokomotiven auf einer digitalen Anlage sind Decoder. Als sie seinerzeit so Mitte der 80er Jahre eingeführt und die Modellbahn revolutioniert hat, ist viel Zeit in die Entwicklung geflossen. Vor allem wurden sie kleiner und leistungsfähiger. Mit den neuen von Pico selbst entwickelten Pico Smart Decodern 4.1 setzt auch dieser Modellbahnhersteller weitere Akzente in der Entwicklung von Decodern für die Modellbahn. Ich habe mich deshalb mit Jens Bayer, dem Vertriebsleiter von Pico, verabredet, um Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, den neuen Smart Decoder 4.1 vorzustellen. Die neuen Pico Smart Decoder 4.1 entsprechen dem neuesten Stand der Technik und bieten dem Modellbahner noch vielfältigere Möglichkeiten bei der digitalen Steuerung seiner Fahrzeuge. So melden sich die Pico Smart Decoder 4.1 bei entsprechenden Zentralen per Railcom Plus bzw. nach Ausführungsart auch an MFX-fähigen Steuerungsgeräten automatisch an. Pico Smart Decoder 4.1 beherrschen die Datenformate DCC mit Railcom Plus, Selectrix sowie Motorola und können auch auf analogen Anlagen eingesetzt werden, wobei die Betriebsart automatisch erkannt wird. Bis zu 44 schaltbare Zusatzfunktionen, eine 1,2 Ampere taugliche Motorsteuerung sowie vielfältige Lichtausgänge stellen nur einige Highlights dieser neuen Decoder-Generation dar. Die neuen Pico Smart Decoder 4.1 sind für verschiedene Schnittstellen verfügbar, so unter anderem für PLUX 22, PLUX 16, PLUX 12 und NEXT 18. Die neuen Pico Smart Decoder 4.1 gibt es natürlich auch als Sound Decoder. Hier sind besonders die Ausgangsleistungen von 2,5 Watt, die Speichertiefe von 128 Megabit sowie die hohe 12-Bit Soundqualität mit rauschfreiem Klang und großer Bandbreite hervorzuheben. In puncto Sound haben Sie ja auch beispielsweise bei der österreichischen E-Lok RH1041 neue Wege beschritten. Sie designen den Sound jetzt selbst im eigenen Studio. Alle Pico Sounds werden von unseren Tontechnikern vor Ort an Originalloks aufgenommen und danach im Tonstudio abgemischt. Am Beispiel der RH1041 wurden die Tonaufnahmen in Zusammenarbeit mit der ÖBB in der Nähe von Wien aufgenommen, wo der Zug unter anderem auch unter Last gefahren wurde, um somit authentische akustische Eindrücke aufnehmen zu können. Die Soundfiles werden dann mit der von Pico ebenfalls selbst entwickelten Soundsoftware so umgesetzt, dass ein besonders originalgetreues Klangerlebnis in herausragender Qualität als Ergebnis von hoher Digitalkompetenz in Verbindung mit Modellbahnwissen den Modellbahnfreunden zur Verfügung steht. Können diese neuen Smart Decoder 4.1 auch bei Fremdfabrikaten eingesetzt werden? Pico Smart Decoder 4.1 können natürlich auch in Loks anderer Hersteller mit entsprechenden Schnittstellen eingesetzt werden. Jetzt wissen Sie also Bescheid, liebe Modellbahner. Die Pico Smart Decoder 4.1 sind eine komplett neue, von Pico selbst entwickelte Decoder-Generation in den Ausführungen mit und ohne Sound. Die Decoder sind für verschiedene Schnittstellen konfektioniert, die durch ein verbessertes Funktionsmapping mit einem größeren Geräuschspeicher und verstärkter Ausgangsleistung im Soundbereich überzeugen. Die teilweise MFX-fähigen Decoder werden eine neue Ära bei den Steuerungsmöglichkeiten und dem Klangerlebnis bei Fahrzeugen von Pico einleiten.